Jetzt kannst du. Hä, warum? Aber warum? Hallo Leute, wir haben extra auf euch gewartet. Seht ihr mal. Looks like the party started. Yeah, let the party starting. Kann mir jemand erklären, warum ich mit dem Hammer keine Sachen aufheben kann? Säure. Ich würde gerne Sachen aufheben. Säuberungs von Scorpions. Kann mir jemand erklären, mit welchem Gegenstand ich Sachen entfernen kann? Ja, mit dem Hammer. Ey, kann ich nicht. Ich kann kein X drücken. Hammer in der Hand und Y drücken. Y. Ocelot. Weil jetzt hast du die Hälfte des Hauses mit gerechnet. Das Ocelot drücken. Ah, wieder vorbei. Hat mir noch nie einer gesagt. Nee, steht aber da. Das steht rechts. Bei mir stand das nicht. Klar, das steht immer rechts. Sind bei euch die Wölfe oder sind die Wölfe bei mir? Bei dir ja. Wir sind in der Wüste. Aber ich sehe hier keinen einzigen Wolf in meiner Nähe. Das sind nur Müllhyänen. Ich wundere, warum das hier so aussieht wie ein Pferd. Was für ein Lärm! And they like working with people they trust. And seeing how they pretty much run space. That's good. See you in orbit, ja. Friend. So, Dirk, wir kommen zurück. That's it, ja. Partner. You're finished here. Hä? For now at least. Kein Spaß, man. Holz? Fidget Spinner? Irgendwie über die Klippe runter auf mein Haus drauf? Flitchen Spinner? Was sind denn Flitchen Spinner? Das sind diese komischen Dinger da, die man auf, mit den zwei Fingern rein kann. Das sind Flitchen, was fingert. Ich geh mal kurz zu unserem Haus und guck, ob da Sturmschäden sind. Also du solltest deiner Tochter spätestens jetzt Bescheid sagen, dass sie ihren Arsch bewegt, ansonsten dazu mich. Ja, mache ich auch. Wolltest du den anderen Punkt noch anlaufen, oder? Mir ist das egal, müsst ihr sagen. Können wir ja gucken, wenn der Sprit reichen sollte, können wir das ja noch mitnehmen. Der Sprit reicht. Also hoffe ich. Weil meistens brauchst du so ungefähr die Hälfte oder so. Okay. Je nachdem, wie viel er rausholt. Also wir kriegen zwischen 180 und 220 Exo-Rekorde. Also bei 50 sind wir jetzt. Oh super, ich bin gestorben. Bei 50 war es 50 Sprit oder 50 Ertrag? 50 Ertrag. Okay. Warte, das kannst du mich retten, kommen. Warum? Ich bin tot. Verschlemmt. Und mein Reittier ist gerade auch gestorben. Warum? Da waren zwei Pumas und ein Skorpion. Und warum legst du dich mit denen an? Ich hab sie nicht kommen sehen, weil ich gerade ein Tier anlooten war. Dann lass doch den Scheiß. Warum lootest du einfach Tiere? Diese kann, Wölfe, ne? Kannst du es doch nicht. Dann einfach den Scheiß liegen lassen und einfach da wegrennen. Weg mit dir. Guck mal, wenn du nach hier kommst, kannst du genug Tiere looten. Ich will keine Tiere looten, wo du bist. Weiß ich nicht, den halben Weg zu dir kann ich schon fertig, aber jetzt kann ich den halben Weg wieder zurücklatschen. Ja, ja, tut mir ja leid, aber das ist immer so, wie es ist. Unnötig, einfach unnötig. Warum bist du denn jetzt gestorben? Ja, viel schlimmer ist, dass mein Reittier auch gestorben ist. Komm mal nach hier, wir haben genug Reittiere hier. Ja, das nützt mir nichts, ich bin aber hier. Braucht man Holz, um das Haus zu reparieren, oder repariert sich das einfach so? Das kannst nee, du so musst reparieren. Nur mit dem Reparaturhammer muss es nur reparieren. Aber schön, dass der Reparaturhammer auch irgendwann kaputt geht. Das ist normal. Kannst du ja auch einen besseren bauen. Kannst du ja auch einen reparieren. Kann es sein, dass Ernte auch verderben kann? Ja. Natürlich. Wenn ich dran gedacht habe, unser ganzes Feld jetzt weg ist. Hallo. Hallo.
Hallo? Ich hatte kurz überlegt, dich nicht zu erinnern. Ja, wieso? Mir war das bewusst. Aber ich wusste ja nicht, dass ihr so schnell durch seid. Ich hab gesagt, wir sind überhaupt nur noch die Sachen wegzubringen. Oh, der. Irgendwas Oma ist hier in der Nähe. Ich wollte gerade sagen, irgendwas ist hier in der Nähe. Und schmatzt gerade sehr laut. Warte, es nicht schmatzen. Der schmatzt wieder der was? Papa. Mann, ich krieg hier noch einen Anfall. Nein. Och, komm schon. Aber mit reiten kannst du, glaube ich, nicht, ne? Weiß nicht, ob das geht. Oder? Wo bist du denn? Ja, bist du? Nee. Meine Hütte ist fertig, Ronny. Jo. Also so semi. Warte, ich probier mal. Nee, geht nicht. Ja. Salami ist es. Ja, ich brauch noch einen Pfosten, nicht vergessen abzubauen. Ich hab ne Salami. Jetzt kann ich das verdorbene Fleisch einfach über die Veranda werfen und es liegt im Wasser. Ja, das ist, nennt man eine Entsorgung halt, ne? Ah! War leer. Wie findest du mein Haus leer? Wunderhübsch. Ein Reh? Ja. Pferd. Toll, Alea zerscheucht. Ich habe Alea nicht mal getroffen, die war so weit weg. Ja. Warum kann man die Bäume vom Waldbrand nicht fällen? Kann man fällen, doch. Ich habe jetzt schon locker 10-mal gegen gehauen, dieses Ding ist immer noch nicht. Wir uns hier Hütte bauen können, was? Oder ich noch eine Hütte bauen? Aber hier gibt's kein Pflanzenwasser, das ist wieder geil. Na, lass uns doch einfach durch die Höhle gehen. In der Grünwelt gibt's auf jeden Fall eine Pflanzenfaser, oder? Pflanzenfaser kriegst du auch. Aber... Du wirst ja bei dem Dings bleiben. Pflanzenfasern hier bei dem... Achso, der ist noch nicht fertig mit Bohren. Nö. Ah ja, diese Kakteen einsammeln. Also Ronny, bei mir ist schon Holz fast bis unter die Decke gestapelt. Okay. Und meinem ganz kleinen Haus. Hä, das war alles Holz von... Das war alles Brandholz. Mhm. Pflanzenfasern am Sammeln, ey. Da war es euer Problem. Ich hab 1800 Fasern. Ja, wir sind ja hier in der Wüste. Ja, ja. Aber habt ihr keine mitgenommen? Anscheinend nicht so viele. Das Nötigste. Oh, ich komme jetzt gleich vorbei, ich habe bestimmt ein paar Fasern. Ja, ich habe schon mal 3 Schlafsäcke gebaut. Ach, guck mal, ist schon fertig. Ich habe Fasern gesammelt. Schlafsack 1. Kann ich auch 20 Schlafsäcke bauen? Schlafsack 2. Also, er zählt schon mal als Unterschlupf. Aber Feuer ist Feuer fehlt noch.
Wir müssten mal das Feuer hier umbauen. Hast du schon? Hast du? Da am Feuer. Ach so. So. Für das nächste Feuer haben wir auf jeden Fall Steine. Julian, schlafen. Julian, ja. Schlafen. Du musst ja gerade noch kurz gegen Wolf kämpfen. Guten Nacht. Ah, was willst du mit dem Wolf? Guten Nacht, Johnny Boy. Gute Nacht. Lass uns erstmal bis zu unseren Häusern zurückrennen. Mhm. Loverboy, bitte, ja. Also, hab ich dich da versprochen. Mhm. Glaub ich schon. 7 Uhr. Genau. 7 Uhr, die Nacht ist vorbei. Wir stehen auf. Da ich ja nur zu Fuß unterwegs bin, würde ich sagen, laufe ich schon mal Richtung Heimat, ne? Der sammelt noch hier, ne? Ja, ja, deswegen sage ich ja, ich laufe schon mal Richtung Heimat, weil ich bin ja viel länger unterwegs als ihr. Mathis, willst du? Ah, ne, brauchen nicht dahin zu laufen, zu gucken, ne? Ne, lass es sein. Geh mal zurück, oder was, direkt? Ja, ja. Ja, muss ich überlegen, die Zeit, die du jetzt brauchst, um die eine Ader abzubauen, musst du nochmal rechnen und du musst noch da hinten und wieder zurücklaufen. Man könnte sie machen, aber. Weiß nicht. Dann müssten wir von hier aus den ganzen Fluss da unten lang laufen, dann wären wir da. Ja, das ist ziemlich weit, ne, mit den Viechern, die wir haben. Ja, das und du musst das ja auch noch alles transportieren, ne? Du musst das von hier auch zur Base kriegen noch. Ja. Meine Hungerstück habe ich jetzt schon. Aber ich habe bisher nicht eine einzige Flasche leer bekommen, ne? 80 bis 120 müssten noch rauskommen. Ja, 180 haben wir jetzt auf jeden Fall. Gut, dass ich alles um mein Haus weggemacht habe. Dein Haus nur noch durch Wind kaputt gehen kann. Ja, na klar, schlag dir direkt in eins unserer Häuser ein. Nein, bitte nicht. Warum hast du dich. Also, du hast zwei Blitzableiter gemacht. Ronny. Ja, ich bin zu Hause. Ja, kümmerst du dich um dein Haus, weil dann kann ich mich schnell um mein Haus kümmern. Ja, mach ich. Also, wie heißt jetzt die Station, die ich bauen muss? Mathis? Mathis? Wie heißt die Station? Mathis ist anscheinend AFK. Ronny, wie findest du eigentlich mein kleines, aber feines Haus? Ich hatte jetzt keine Chance gehabt zu gucken, aber ich guck gleich. Wir haben wieder einen Wald. Wir haben zwei Waldbrände bei uns in der Nähe, Ronny. Ja, wenn doch keine Bäume in der Nähe sind, interessieren mich die Waldbrände. Lass doch brennen. Ja, ja. Ja, lass doch brennen. Jetzt weißt du, warum mich alles gefällt hat in der Umgebung, ne? Ja, es reicht nicht nur, dass du fällst. Du musst auch alles Gras, was in der Nähe ist, ausrufen. Ja, aber ich auch relativ viel alles in meinem Haus halt. Zögelt der aus der Wand. Mann, aber es viele Pumas auf dem Weg, ey. Hatte ich eben auch. Ja, brauchst du auch gar nicht. Einfach abwarten. Oh, der Bohrer ist fertig. Gut, so. Wie heißt das Ding, was ich jetzt bauen muss, damit wir das wegschicken können? Wir haben 206 Exotic. Mein Blitzableiter ist weg.
Ja, hast du Sprit hat er mitgenommen den abgeleitet? Oder? Ja, ich habe jetzt alles drin. Kommen wir mal kurz einen neuen bevor. Orbital Austrittsstelle. Alles klar. Na gut, mein Haus hat nicht ganz so viel abbekommen. Ja, normal sind die Stürme hier noch nicht so schlimm in dem Schwierigkeitsgrad, dass du wirklich da Panik haben musst bei einem Sturm. Ein Sturm schafft eigentlich das Haus locker. Nee, tatsächlich bei meinem Haus war relativ viel schon kaputt. Sag mal, Dirk, was hast du hier mit den ganzen Tieren gemacht? Komm mir entgegen. Dirk hatte wieder ein Hobby, merk schon. Nee, ich hatte kein Hobby, die waren einfach da. Genauso wie eben, als ich rauskam und ein Bär da war. Der war schon da, wo ich rauskam. Das Problem war nur, dass ich mit 4 Frames unterwegs war. So, jetzt müssen wir es nur durch die Höhle hier schaffen und dann eine Hälse. So, oh, was hier für Tiere war. Station. Oh, mein Pferd macht gerade keinen Sound. Auch gut. Meine Frau quält mich. Echt? Lebt die dich? Ja, die quält mich. Die ist am Kochen, ich riech gerade alles. Echt? Ich habe heute auch noch nichts gegessen. Da kannst du dir vorstellen, wie ich mich gerade fühle. Du hättest eben bei Opa essen können. Hätte ich machen können, aber... ja nicht betteln. Ja, ich hab nur gegessen, aber alle anderen. Hat er was zu essen gemacht und hat euch nichts abgegeben oder was? Nein. Die Kinder haben gebettelt, weil sie Hunger haben. Stimmt nicht, Amelie. Ich hab einfach nur mitgegessen. Nur weil die kleinste Tochter gebettelt hat. Aber Hunger. Boah, jetzt komme ich hier hin. Hab ich wieder. 7 Frames. Wo ist diese scheiß Orbitalstation? Ja, ich hoffe ja mal, dass das mit dem Server nicht so ist, ne? Ja, hoffe ich auch. Aber ihr habt es ja nicht. Jetzt, nö. Das Einzige, was man halt merkt, ist, dass es alles ein bisschen zeitverzögert ist, ne? Aber jetzt habe ich wieder 30 Frames. Mathis, wo finde ich diese Orbitalstation? Ich finde sie nicht. Einfach in der Werkbank. Standardwerkbank. In der Standardwerkbank ist die drin? Ja. Ich muss da nichts freischalten. Doch, Tech Tree 2. Die musst du im Technikbaum freigeschaltet haben. Boah. Ansonsten 10 Holz, 8 Seile, 7 Eisenbarren, 7 Kupferbarren in die Werkbank legen. Ja, heute haben wir genug, Ronny. Also meinst du die Bearbeitungsbank oder die normale Werkbank? Werkbank. Ja, ich hab's verstanden. Ich frage ja nur sicherheitshalber nach. Werkbank. Laterne, Kochstation, Oxidplosion. Ansonsten gibt's ja auch oben so ein Suchfenster, da kann man eintragen. Ach ja, stimmt. War was? Oh, hab ich noch gar nicht bemerkt, weißt du. Ah, orbitale Austauschschnittstelle. 8 Seile brauchst du dafür. Okay. Blitzstelle. Oh, gut, dass ich das weiß. Oh, ich hab nicht genug Fasern. Dafür bin ich Warstein. Komm her, Ronny. Da muss ich irgendwo draußen platzieren. Ja. Ich brauch nicht viel. Hier liegen 100. Hier liegen 105 Fasern. Kein Problem. Das davon ist mein kleines Haus. Ja, kann ich mir gleich mal anschauen. Mit Sonnenterrasse. Achtung, drinnen ist der Vogel. Keine Ahnung, wie der da reingekommen ist, aber auf einmal da. Hi, Vogel. Ich habe ein bisschen Holz. Ja, der gebraucht. Ist von dir gezähmt. Der steht wahrscheinlich auf Verfolgen. Er steht auf dich. Komm sein. Ja. Aber wie du siehst, ich habe ein bisschen Holz gefarmt. Ja. Tja, das muss ich brauchen. Egal.
So. Also Seile habe ich schon mal. Da brauche ich noch Kupfer und Eisen. Naja, 206 Exotic ist auch eine gute Ausbeute. Auf jeden, auf jeden. Kann man sagen, ich habe gerade gewundert, woher die ganzen Geräusche kommen. Hinter mir stehen zwei Tiere. Schon wieder. Keine Ahnung, was man voll für einen Impact hat, aber anscheinend einen krassen Impact. Oh, auch cool. Mitten im Wald auf einmal geht neben mir so ein Baum gepflanzt an. Okay. Ja, bei mir hat eben ein Baum gebrannt, obwohl er nicht gebrannt hat. Fand ich auch sehr lustig. Ja, das Problem ist wahrscheinlich auch drei Rechner im Netz. Ja, ich dachte, von Lina wär im eigenen Netz. Ja, das ist halt einfach viel zu viel für ein System. Ja, oder ich gebe ein bisschen mehr Geld aus und dann. Nein, das ist von Lina schuld, weil die Roblox. Er hat ja jetzt den Server. Eigentlich sollte das ja funktionieren. Eben. Sag mal, deine Tochter, die sollen hier so rumschreien. Sonst gibt's Hausarrest. Ich bin der eigentlich immer rumschreit. Meinst du, wie die jetzt doof gucken würde, wenn du sagst, du bleibst zu Hause? Wow, das wäre so lustig. Was eigentlich? Doch ist sie ja keine 18. Ich weiß nicht, warum die heute immer rum, wenn ich meinen PC, wenn ich was hochlade oder so, mal eine Minute anlasse. Aber Melina geht einfach weg und hat Roblox am Laufen. Oh, du meinst Hackerblox. Das ist ja nicht Roblox, das ist Hackerblox. Ah, das stimmt manchmal schon. Jetzt kann Wolf sich alles tun. Roblox installieren. Ja, sehr mutig. Ich hab auch drauf, aber. Ich hatte einmal was drauf, aber danach hatte ich gar nichts mehr. Das macht jetzt auch keine Probleme mehr. Ich hoffe, das bleibt auch so. Ich weiß gar nicht, warum man überhaupt dieses Roblox spielt. Keine Ahnung, ich was da. Ich hab's wegen Freund geholt, weil er nichts anderes spielen darf. Orbitalstation. Aber ich hab da jetzt. Dieses Hell Drivers ist halt einfach schon geil. Irgendwie sieht's gut aus. So, Orbitalstation fertig. Hat jemand 200 Steine für mich? Orbitalstation steht. Ja, dann ruft der Shuttle. Er kommt. Ach du dreckiges Pferd, Alter. Du und deine Pferde, hä? Mach das Ding doch mal sauber. Junge, ich stehe da, bin eine Steine am Farmen, auf einmal da kommt ein Pferd. Auf einmal so. Das dritte Pferd, was mich während des Steinefarms angreift. Ich hab keinen Bock mehr, Steine zu farmen. Was steht denn da oben drauf? Ich. Das ist der Blitzableiter. Aber schön, dafür, dass ich meine Hütte in 5 Minuten gebaut habe, ist es schon schön. Ja, es war ein bisschen länger als 5 Minuten. Ja, ich musste dreimal alles wieder abreißen, weil ich vergessen habe, mir einen Hammer zu bauen. Ich finde das halt irre, wie lange ein Bienen die ganze Zeit einfach nachfliegen, ne? Die hauen auch nicht mehr ab. Ja, ich höre die auch immer schon mal. Weil du reitest einfach durch den Wald durch und auf einmal zack hast du die Viecher hinter dir. Ja. Aber ich find's lustig, wenn man Leuchtfalle kombiniert und hochschießt, quasi, dass sie nicht schneller werden. Ja. Guck mal in die Luft, das sind locker 10 Leuchtfalle, die da oben schweben. Ich bin gerade meinen Charakter weiter entwickeln. So, ich habe jetzt 12 Pfeile in die Luft geschoben. Ja, okay, erst kommen wir runter. Kommen sie alle mit nacheinander runter. Oh nein. Ich will keinen Fall auf mein Haus. Bitte, bitte, bitte. Ja, das Haus brennt.
Nein, noch nicht. Ich schenke aber jetzt sehr, sehr viele Leuchtfallen im Boden. Ziffer 1 der schnellsten Tiere hier. Ah, man kann sich auch selber mit seinem eigenen Leuchtfall treffen. Jeden Moment an der Base. Dirk ist noch. Oh ja. Ich schieß mal meine ganzen 50 Leuchtfalle einfach in die Luft. Ja, wenn ich es nachts machen würde, dann würde noch Sinn ergeben, aber nicht am Tag. Ich habe da nur 10 hochgeschossen, weil hier unten liegen noch genug Pfeile rum. Darum hätte ich sogar fast Ronny getroffen. Er ist minimal neben seinem Bein eingeschlagen. Neben seinem Ei. Genau. Ronny, ich habe gerade Trickshot gemacht. Ich habe Leuchtfeile hochgeschossen und damit ein Wildschwein erledigt. Juhu. Im runterfallenden Fall. Hast du das aufgenommen? Hallo Mathis, wann wird's Nacht? Heute nicht mehr, glaube ich. Ups. Oh nein, ich hab's nicht schnell genug hochgeschossen. Ich glaube, das fällt auch mein Haus drauf. Ey! Ey, welcher Arsch hat mein... Ey. Warum habt ihr mein Haus jetzt angezündet? Also ich nicht, ich bin wie gesagt mein Charakter. Ja, irgendjemand hat mich angeschossen mit irgendeinem Brandfall und ich höre auch nicht mehr auf zu brennen. Hä? Der Fall brennt einfach unter Wasser weiter. Ich. Warum brennt mein Fall unter Wasser weiter? Wer hat mich angeschossen? In mein ganzes Haus. Ich habe da so viel Arbeit reingesteckt. So gelöscht. Ich glaube, es brennt unten noch. Ey, ich habe da so viel Arbeit reingesteckt und irgendjemand schießt so einen Kackpfeil auf mein Haus oder so und dann brennt mein Haus einfach. Ey, wer wird... Ich hab auch Bock mehr mit zu spielen, wenn die ganze Zeit mein Haus kaputt gemacht wird. Ich bin bald da. Udo, nicht Udo. Warte, ich schieß die ganze Zeit auf mein Haus mit Fallen. Ja, wir starten jetzt eh. Trotzdem, mein schönes Haus. Oh, ist schon wieder aus. Meins. Lass es doch. Schieß dich auf dein Pferd. Gleich da. Ja, reicht doch. Hört auf, Kinder. Warte, es hat damit angefangen. Deswegen schieß ich jetzt auf dein Pferd. Dann können wir eigentlich jetzt zur Rakete, ne? Richtig? Theoretisch ja, ja aber ich bin jetzt danke. Da. Ja, du hast doch gesagt, hör auf. Nee, es macht keinen Bock mehr. Du hast auch die ganze Zeit auf mein Haus geschossen ohne Grund. Nein. Überleg, wer mir einen Leuchtfall ansetzt, der kriegt einen Fall zurück. Es war doch nicht extra. Ich wollte in die Bienen reinschießen. Seid friedlich, ja, Kinder. Ja, hab ich auch gemerkt. So, kommt. Rakete. Die Heimat ruft. Also entweder lässt dein Sohn es oder ich töte ihn halt nochmal, dann lass ich ihn liegen. Musste das sein, das war mein Haus. Ich hab noch gar nicht geschossen. Oh, ich bin aus der Sicht von der Maus. Ich kann erst runtergehen, wenn ihr weg seid. Er ist hier unter meinem Haus. That's correct. Ja, er fängt wieder an, mein Haus anzuzünden. Ja, wir fliegen doch jetzt eh ab. Jetzt hört doch mit den Scheiß auf.
Ah, das hat angefangen. Ich hab gerade gar keinen Plan, wo meine Rakete ist. Warum ist meine Rakete da hinten? Wo hat die denn die Feuerpfeile? Ich find's voll kacke, dass man, wenn man, während man im Tech-Raum ist, nicht erkunden kann. So laufen kann. Das stimmt. Zieht halt alles ein bisschen in der Länge, ne? Wieso? Ich bin runter. Ich muss kurz mein Inventar ausmisten. Auch alle meine Sachen mitnehmen kann. Ohne irgendwas zu vergessen. Ja, ich bin jetzt auch gebranntes Kind, nachdem letztens wieder eine Sache fehlte, obwohl ich sie anhatte. Irgendwie kann ich auch mein T-Shirt nicht ausziehen, also mein Pullover. So. Nee, also das funktioniert, du brauchst nichts. So, Gesamtbelohnung 400. Das liegt nur daran, wenn du das einräumst oder in dein Inventar packst und du hast irgendwo einen Slot voll, dann schmeißt du es einfach auf den Boden, deswegen hast du es einfach verloren. Okay. Hallo Udo! Warum wird alles fit mit mir und meiner Unterwäsche? Hallo. Jetzt hab ich ja keine Unterwäsche mehr an. Also, doch, ich habe wohl Unterwäsche an, aber ich habe auch was drüber an. So. Nicht falsch verstehen. Gut. Mal Ausrüstung mal reparieren. Mein Rucksack ist weggepackt. Egal. Der wird aber dann über alle Berge sein. Ah, nee, ich weiß, wo der ist. Ich hätte noch ein Feuer löschen müssen für Feuerwehrmann. Ja, siehste, hat dir doch Mathis einen Gefallen gemacht. Nee, das war alles von dem anderen Feuer. So, okay, alles repariert, glaube ich. Alles klar, jetzt brauchen wir nur noch... eine Unterkunft niedererledigt, töte einen anderen Schürfer, na sowas. Geht doch. Jetzt nur noch ein Hirsch mit der Granate töten. Ein Hirsch mit der Granate. Okay. So, dann müssen wir noch auf Dirk warten. So, Leute, ja, wir haben jetzt auf Dirk gewartet. Dirk ist inzwischen da, aber irgendwie haben wir leider keine Exotics bekommen. Kann jetzt nicht genau sagen, woran das liegt. Die Welt ist geschlossen, aber keine Icarus, sag ich schon. Keine Exotics bekommen. Naja. Ich bin jetzt auch nochmal rausgegangen. Geh nochmal rein und mal gucken. Ja, also ich würde sagen, an der Stelle beenden wir einfach mal die Folge. Und ich danke euch fürs Zusehen. Nächstes Mal gibt es dann eine neue Mission. Bis dann. Tschüss.